und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind mal wieder auf dem Weg im Auto, wie immer. Wir sind nämlich am Flohmarkt angekommen. Das habe ich ja gestern bei Instagram schon bekannt gegeben, dass wir heute auf dem Flohmarkt sind. Und der Felix ist natürlich wieder auch mit dabei. Und wir haben den Benetton dabei. Also wir sind voll ausgestattet hier. Und wir sind jetzt auch schon da. Wir sehen, es ist proppevoll, aber wir haben leider nicht so viel Zeit, weil wir gleich noch einen Termin haben. Ich hoffe, dass wir das trotzdem schaffen. So, wir waren jetzt gerade noch bei der Bank, haben ein bisschen Geld geholt und dann warten gleich noch zwei Fans auf uns, die uns treffen wollten. Die kommen hier nämlich auch aus der Gegend. Ich sehe sie aber noch nicht, aber wir werden sie schon sehen. So groß ist der Flohmarkt auch gar nicht, mein Gott. Es war als Riesenflohmarkt angegeben, aber gut, warum wir jetzt noch nicht fahren? Bitte Abstand halten. Gut, wir suchen jetzt mal einen Parkplatz und dann zeige ich euch mal den Benetton. Wir haben den Kinderwagen dabei. Ihr seht ja hier schon die Schale. Das wird sie hier schon parken. Ja, hier ist frei. Gut. Brauchen wir nicht so viel laufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Kinderwagen. Haben wir rausgeholt. Den neuen Kinderwagen dabei, weil der andere passt ja nicht so in Felix' Auto. Dann können wir unter Beweis stellen. So, und hier haben wir die Wanne drin, weil die hätte im Kofferraum nicht gepasst wegen der Kühlbox. Da, Schatz, holst du die einmal? Sehr schön. Hier ist Baby Benetton. Schön eingepackt in dicke Decke und so. Schatz, meine Handtasche brauchen wir noch. So, du bringst den neuen Kinderwagen aus mit der Farbe. Kennt ihr ja so noch gar nicht. Meine absolute Lieblingsfarbe bei Teutonia. Richtig schick. Da ist der kleine Mann. Tasse und dann können wir losdüsen. Schön, oder? Immer safety first, ne? Ja. Eben, wir sind wieder im Auto, wie ihr seht. Wir haben euch auf dem Flohmarkt nicht so viel mitgenommen, weil meine Kamera leider leer ist. Und ich jetzt auch ganz schnell versuchen muss, euch die Sachen zu zeigen. Wir haben nämlich auch uns ein bisschen beeilen müssen und währenddessen haben wir noch einen Fan getroffen, zwei Fans sogar, und das heißt, wir mussten uns ein bisschen beeilen dann im Endeffekt, weil wir jetzt noch einen Termin haben zur Wohnungsbesichtigung, aber wir nehmen euch da auch so ein bisschen mit. Und jetzt zeige ich euch erstmal, was wir gekauft haben. Es ist richtig viel geworden, also wirklich richtig viel geworden. Und ich wollte jetzt einfach alles mal zeigen. Ich habe hier so einen riesen Berg schon auf dem Schoß und da oben liegt auch noch ein riesen Berg. Aber das Größte wollte ich euch erstmal zeigen, eine Handmilchpumpe. Ich habe mir einfach überlegt, also ich wollte sowieso ja stillen und ich wollte sowieso eine Milchpumpe. Und ich habe die gesehen und die war relativ günstig. Wir haben jetzt 6 Euro bezahlt. Klar ist sie gebraucht, aber ich finde, es ist trotzdem in Ordnung. Die sieht eben so aus. Und drin ist halt auch alles dabei. Es hat einfach so eine Handmilchpumpe dann. Und dazu haben wir dann, was jetzt hier nicht drin ist, haben wir dann noch die Flasche bekommen. Boah, der Fiat. Ja, nee, vorher nicht besser. Also dieses Set und dann habe ich natürlich noch mein Handlungsgeschick bewiesen und noch eine Flasche dazu bekommen von Avent, so eine kleine und sogar noch nagelneue Avent Nuckel. Zwei Stück sind das. 0 Monate, also ab 0 Monate und dann natürlich perfekt. Das Auto ist weg. Es ist natürlich immer so die Frage, okay, was wird das Baby nehmen? Wird es eher so ein Mamkind, wird es ein Nuckkind oder ein Aventkind zum Beispiel? Die Familie, wo wir das gekauft haben, da hat das Kind auch kein Avent gemocht, sondern nur Nuck. Aber ich fand es trotzdem sehr praktisch und ich finde die von Avent Philips sowieso total gut, die Milchpumpe. Hätte ich jetzt die nicht gekauft, wäre es eine von Mam geworden. Die haben wir auf dem Flohmarkt auch gesehen, aber die war mir zu teuer. So, und dann geht es weiter mit Babykleidung. Da haben wir einmal zwei Sachen geschenkt bekommen. Einmal so einen Body hier, den hat meine Nichte auch und der ist mir direkt aufgefallen, dass, dass meine Nichte den auch hat und da steht halt eben drauf Mami plus Daddy gleich Mi. Der ist in 62 und kommt von Taco. Und den haben wir eben geschenkt bekommen, weil ich eben meinte, den hat meine Nichte auch und deswegen hat sie uns das Geschenk total nie lieb. Und dann haben wir noch so eine kleine Mütze geschenkt bekommen, also hellblau. So eine kleine Mütze haben wir auch geschenkt bekommen. So, und dann haben wir relativ viel Neutrales gekauft und
zum einen eben so einen weißen Body in 56, so ein Wickelbody von C&A ist der. Der ist wirklich noch top. Also da ist nicht mal irgendeine Ausbleichung, nicht mal irgendein Fleck drauf. Wirklich super, super Zustand. Preise wird ziemlich schwer, euch das zu sagen, weil ich halt immer viel in Paketen kaufe. Aber doch, hier habe ich 1 Euro das Stück bezahlt. Und bei dem war das wirklich top. Dabei war nämlich auch noch dieser hier, glaube ich. Der ist von Lidl in Größe 50, 56, auch so ein Wickelbody, auch sehr neutral. Dann haben wir noch einen Strampler gekauft, den fand ich so unglaublich süß, dass der auf jeden Fall auch mit musste. Das ist so ein, was ist das, Türkis, und da ist so ein Elefant drauf und so, total süß. Der kommt von C&A in Größe 56, sieht aber eher aus wie so eine kleine 50. Aber der musste einfach auch mit und der sieht auch aus wie neu, total cool, und da haben wir auch nur 1 Euro für bezahlt. Dann habe ich noch 2 Bodies, die auch relativ neutral sind. Einmal von einer Marke, die ich überhaupt gar nicht kenne. Aber 3 bis 6 Monate, sieht aber auch aus wie eine 56, also ist locker eine 56 tragbar. Und es ist eben mit so kleinen Wolken. Ich bin ja total der Wolkenfan und es ist so ein Langarmbody. Den haben wir auch mitgenommen. Und da haben wir noch so einen von Lidl wieder in Größe 62, 68, aber auch mit so kleinen Wolken, würde ich sagen. Und dann halt so ein paar blaue Punkte noch zwischen, ist auch relativ neutral und auch total süß, finde ich. Das haben wir eben auch noch mitgenommen. Und dann haben wir noch ein Set gekauft von H&M, weil es auch nicht anders sein kann, mit Mickey Mouse drauf. Finde ich jetzt auch neutral. Da steht jetzt keine Größe drin, aber das ist eine 50 auf jeden Fall. Ich kenne mich da ein bisschen mit H&M aus und das sieht auf jeden Fall aus wie eine 50. Da gibt es natürlich noch die passende Hose dazu. Und natürlich noch die passende Mütze mit diesen süßen Bömmeln oben drauf. So, und dann haben wir noch einen ganzen Haufen hier. Das passt alles gut. Und da haben wir einmal hier ein H&M-Set, was ich noch auspacken muss eben. Das war so zusammengebunden. Da ist einmal dieser Body bei. Das kennen wir schon auch einige. Das ist ein 56, wie gesagt, von H&M. Und dann eben so eine richtig dicke, schöne Hose. Richtig, richtig schön dick und flauschig. Fand ich jetzt ziemlich jungslastig, aber muss ich aber mitnehmen, weil das war so unglaublich süß. Dann haben wir noch ein Pullover mitgenommen mit so einem Fuchs. Der ist von 1,65 Liegen, Größe 62. Habe ich, glaube ich, auch nur 2 Euro für bezahlt und auch total süß, den wollte ich damals schon haben, als Essex Family den in der Kollektion hatte. Dann haben wir ein Body gekauft in 62, auch relativ neutral, können Junge und Mädchen anziehen in 62, wie gesagt, ich glaube auch nur 1 Euro oder so. Der hat einen ganz kleinen Fleck, aber das finde ich voll in Ordnung. Dann haben wir noch eine Hose von H&M gekauft, ich glaube, die ist auch in 62 sogar, nee, 56, sieht auch ein bisschen größer aus mit so weißen Sternchen drauf, auch total süß, also eine kleine Jogginghose. Dann haben wir eine Hose gekauft von Noppies, sehr rosa in 68, aber ich fand die einfach so unglaublich süß und für 1 Euro konnte man da wirklich gar nichts sagen. Also bei Noppies, da bin ich ja sowieso immer dabei. Und dann haben wir noch 3 Bodies gekauft, einmal in 56 ein Wickelbody von H&M in Grau, also auch sehr schlicht. Dann einen in 62, glaube ich, 68 sogar, einmal mit so dunkelgrün Kaki-Streifen, glaube ich, also Kaki-Streifen, weiß mit so Kaki-Streifen, finde ich jetzt auch in Ordnung, kann auch ein Mädchen anziehen. Und dann eben noch der passende dazu mit, also auch in Kaki-Weiß in 62, glaube ich, ja, 62, Kaki-Weiß, auch so grün eben. So, und das war's. Bennett hat noch ein Kuscheltier geschenkt bekommen, das liegt bei ihm aber im Kinderwagen. Und ja, dann gucken wir uns erstmal die Wohnung an und danach schauen wir mal, was wir so machen. Hallo meine Lieben, wir sind wieder zu Hause, wie ihr seht, und wir haben auch schon Montag. Wir waren gestern noch die Wohnung besichtigen, die war ultra schön, also wirklich ein Traum von Wohnung und wirklich die erste, die mir wirklich komplett gefällt und wo wirklich alles gestimmt hat. Tiere waren erlaubt, Kinder waren erlaubt, Größe war perfekt. Lage war relativ, aber wirklich eine richtig schöne Wohnung. Da werden wir uns auch für bewerben. Und die Papiere mache ich gleich alles fertig. Dann waren wir gestern noch bei einem anderen Flohmarkt. Da habe ich nur 2 Bodies, 3 Bodies und eine Mütze, eine Steifmütze. Die Steifmütze liegt hier gerade. Kann ich euch den kurz mal zeigen.
diese Steifmütze haben wir gekauft, in so rosa. Ich habe zwar kein Mädchen mehr, aber ich fand die einfach so süß, die musste jetzt mit. Und genau, den Rest habe ich euch ja gestern gezeigt, beziehungsweise haben wir noch zwei H&M-Bodies in komplett weiß, so Wickelbodies in 50 und dann noch einen rosanen H&M-Body. Das haben wir noch gekauft. Jetzt arbeite ich gerade drüben schon und bin hier so ein bisschen am Aufräumen. Und dann muss ich noch weiterarbeiten. Und ich wollte jetzt einfach mal kurz noch sagen, was wir so gemacht haben und euch eventuell jetzt noch ein bisschen den Vormittag mitnehmen. Hallo meine Lieben, ich wollte mich einmal verabschieden von diesem Vlog. Wir haben einfach nichts mehr gemacht und deswegen wollte ich Tschüss sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!